Dann hoffe ich jetzt, sie haben es nicht zerstört. Haben sie nicht, sehr gut. Und dann gehe ich mal hier rüber und schmeiße die Klamotten, die wir bestimmt wieder brauchen, wenn wir sterben, hier hin. So wie den Froststab und den Schildstab. Und das ganze Loot-Zeugs dorthin, wo es hingehört, in unser Lootloch natürlich. Rein damit. So. Und dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein und räumen mal ein bisschen auf. So. Oh, wird es gerade dunkel? Schon? Hä, hey, warum leckt es denn so übel ab? So. Ah, es wird nicht dunkel, es wird... Es ist gerade Dreckswetter, oh Mann. Na gut. Ich nehme mal das hier und das hier auf. Pack das hier oben hin. Und dann war hier irgendwo ein Morgen. Da ist er doch. Moin. Guten Morgen. So, da hau mal drauf da bitte. Kannst du mal ein bisschen schneller reagieren. Oh, Aspel mit Stern. Das wird jetzt natürlich wieder lustig. So. So. Los, haut doch mal zu da. Die macht ja gar keinen Damage. Nein. Nein, 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 nein. Energieschild. So. Und zurück zu den Wurzeln. Damit sie sich auch lohnen. So. Nein, warum trifft er mich denn immer trotzdem? Verdammt. Vor allem, ich sehe auch gar nichts. So. Daneben. Verprügelt ihn! Na also. Und der Morgen. Oh, Alter, man sieht gar nichts. Oh, oh. Energieschild. Hä, was macht er denn? Energieschild! Hui! Alter, okay. Dann der Morgen nochmal. Sehr gut, der ist gerade gestunt. Schnell, klopp drauf! Und Frost. So, haben wir ihn. Ja, mit dem Loot. Und hier war doch auch noch irgend... Oh, man sieht gar nichts. Ach du Scheiße. Hm. Ich gehe mal wieder dahin. Wo, ja, glaube ich auch... Die Dingens war. Die Valkyrie, da ist sie doch. Und da sind Asquins. Hm, hm. Eins nach dem anderen. Oh, man sieht nichts. Das ist voll nervig. Soll ich nochmal kurz zurückgehen? Weil ich kann gar nichts erkennen. Wie soll ich so kämpfen? Ja, los, komm. Schnell. Dann gehe ich kurz pennen. Und dann kommen wir wieder. Weil so geht's nicht. So. Portal ist auch noch da, ne? Sehr gut. Ja, jetzt natürlich Hardcore am Laggen. Weil die Wetterverhältnisse und dieser Grafikfilter von den Aschenlanden auf unsere Base wirken. Aber das kennen wir ja mittlerweile da. Hardcore am Laggen und gleich legt es sich. Da, die Asche-Dingens geht weg und jetzt ist alles flüssig. Alles klar, danke allen Geld. Aber gut, sie haben immerhin jetzt schon mal die Aschenlande genervt. Das ist das Wichtigste. Aber gute Nacht. So, guten Morgen und dann schauen wir mal nach, ob jetzt vielleicht ein bisschen besser zu sehen ist. Ich glaube aber ja. Ich denke, das sollte passen. Hm, wir haben alles, ne? Ah, Loot. Na klar, den kann ich schon mal loswerden. So. Dann den Trollstab hier hin und let's go. So, dann Portal weg und das Ding weg. Und schön umgucken, wo hier die Feinde sind. Aber es sieht alles recht frei aus. Ja, es ist zwar immer noch alles sehr verraucht, aber man kann immerhin besser erkennen. Und die Valkyrie, weiß ich nicht, die ist weg. Da ist sie! Schön herkommen, Madame. Noch höher. Na los. Na also. Da kommt sie doch. Ich mach mal hier ein paar auf den Boden. Und dann fliegt man hier zu mir. Dann kriegst du ein paar auf den Latz. Oh, die Dinger kriegen Schaden, wa? Hat mich, glaube ich, nicht getroffen. Oder doch? Ein Zwerg, oh nein!
Ich helfe dir! Wow, 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 7. Ausweichen. So. Dann Energieschild. Wo ist er denn? Ah, da! Kämpf gegen den Zwerg. Ich mach mal hier ein paar Ranken hin, wenn sie gleich um die Ecke kommt. Oder ist sie wieder abgehauen? Sie ist wieder abgehauen, ne? Sie hat das Interesse an mir verloren. Hä? Oder ist sie tot? Hä, wo ist sie hin? Hallo? Kein Plan. Oh, hier ist ein Askwin gestorben. Her mit dem Loot. Und hier ist sogar noch Schwefel. Ja gut, da schmeiße ich mal das weg. Das weg, das weg. Alles Müll. Ist noch Knochen. Ja gut. Ist jetzt natürlich mager. Schwefelstein. Gut. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo die Walküre hin ist. Na gut, wie auch immer. Weiter geht's. Da sehe ich einen Askwin. Hier sehe ich Askwins Stuff. Her damit. Ich lock mal den Askwin her. Der kann gleichzeitig mit dem anderen bekämpft werden. So. Huch. Oh. So. Wird er schön verprügelt. Energieschild. Wow, noch ein Askwin. Oh oh. Scheiße. Oh oh, zwei. Zwei. Kann ich gerade nicht zu mir nehmen. Oh oh. Scheiße, da ist die Walküre. Nein, ich sterbe schon wieder. Das wird nichts. Ich versuche mal hier abzuhauen. Ah, sind das viele Feinde auf einmal. Okay. So viel zu dem Thema. Ich laufe mal weg. So, dann nehme ich den Magietrank und weg. Nein, warum denn? Nimm nicht den. Nimm den. So. So, die können schon mal verprügeln. Ja, ich verstehe, ihr seid schon wieder in der massiven Überzahl. 8. Trinke ich schon mal. So, hä? Wer hat da geworfen? Ach, er. Tschüss. Und ist die Walküre tot? Wurde die verprügelt? Nee, ne? Na gut, hier Wurzeln. Ihr wollt es ja nicht anders wissen. So. Kommen wir auch mal ein bisschen voran. Das wäre sehr nett. Gefühlt nicht. So, dann nochmal hier zurück. Nochmal durchgelaufen. Bam! So. Dann mache ich dich platt. Und natürlich dich. So. War's das jetzt? Ist hier jetzt Ruhe? Kann ich jetzt endlich weiterziehen? So wie zu dem Thema, dass es nicht mehr so viele sind, ne? Ist aber auch gut möglich, dass wir, als wir hier gespawnt sind, dass doch die alten, von den alten Spawns waren, ne? Das war ja immerhin ein Gebiet, das wir schon erkundet hatten. Weiß ich nicht genau. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall da endlich mal näher ran. Und vor allem dieser Spawner da, ne? Da kommen die, glaube ich, ewig nach. Soll ich den mal kurz kaputt machen? Jo. Oh, der letzte war zu hoch. Hä? Drei ist trotzdem getroffen. Ja, das war wieder dieser Doppelschlag, den er gemacht hat, ne? Der ist richtig gemein. So, und während die ihn verprügeln, kann ich mir mein Energieschild zurückholen. So, dann mache ich da vielleicht auch mal eine Wurzel hin.
Tschüss. Und Feuerball. Damit dieser Stein endlich mal kaputt geht. Denn ansonsten kriegen wir nie Ruhe. Ja, das war's, ne? Ja. Was ist mit dir los, Digga? So, und tschüss. Sehr gut. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier rüberkommen. Hier sieht es schlecht aus, wa? Wir könnten aber hier rumgehen. Wenn wir den hier gekillt haben. Der da brennt. Dann gebe ich dem mal den Rest und auf Wiedersehen. Und dann gehen wir mal hier lang. Vorsicht, hier ist Lava. Und hier kommen wir hoch. Oh oh. Die müssen wir auf jeden Fall klatschen. Oh, viel zu hoch. Treffer. So. Oh, sie ist zerstört. Sehr gut. Dann bauen wir mal hier uns irgendwo ein Safe Portal. Wo bauen wir das denn mal hin? Hier oben drauf vielleicht? So. Das ist immerhin etwas geschützt. Ich weiß, natürlich. Die kommen auch hier oben drauf. Aber besser als nichts. Dann mache ich das mal erstmal hier hin. So. Dann gehe ich zurück und hole alles, was wir brauchen für die Belagerung, ne? Oh, können die das hier treffen? Ich glaube nicht. Gut. Ja, kurz zurück. Hervorragend. Dann hier rüber gerannt und den ganzen Loot erstmal losgeworden. So. Zack, zack. Dann gehen wir nach unten zur Kiste, wo wir uns alles vorbereitet haben. Und nehmen uns das hier, unser Belagerungswerkzeug. Da machen wir halt, nee, die doch nicht. Den. Den Magietrank brauchen wir jetzt, glaube ich, erst einmal nicht. Halt, Ausdauertränke können wir gut gebrauchen. Wenn wir nachher im Kampf sind und uns welche fehlen, wäre das sehr ärgerlich. Also so. Stopp. Magiebeet auch. So. Sehr gut. Flauschi, du bist im Weg. Mal wieder. So, und dann gehen wir wieder rein und räumen da jetzt mal ein bisschen auf. So, und zwar gehe ich direkt hier vors Tor. Oh, da ist ein Hexenmeister. Bitte hat mich nicht gesehen, bitte hat mich nicht gesehen. Hat er nicht. Den will ich gerne jetzt schon klatschen. Dann haben wir später weniger Probleme mit dem. Ich stelle mich mal hier oben hin. Und nochmal so. So. Dann können die schon mal ein bisschen verprügelt werden. Dann gehe ich nach da vorne und baue da eine Workbench hin. Am besten im Schutz des Tors. So, hier. Zack. Da fliegen schon Leichenteile runter. Das freut mich natürlich. Und dann nehmen wir den. Und nach oben. An den Stacheln vorbei. Hier so. Bevor ich das mache, mache ich erstmal die Stufe. So. Und jetzt den hier nach ganz oben. So hoch wie es geht. Das war so hoch wie es geht. Sehr gut. Und jetzt können wir theoretisch dort Trolle platzieren. Dann mache ich das auch. So. Halt! Nein, 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 nein! Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen gerader machen, oder? So, ja, das ist besser. Und dann ein Troll rein. Oh oh. Energieschild. So. Und direkt nach dem zweiten Troll hinterher. Und zwar darauf. Auf Wiedersehen! So, der räumt er jetzt erstmal auf. In derweil kümmere ich mich um alles, was vor den Toren abgeht. Tschüss. Gut. Dann hier hoch. So. Wir brauchen einen neuen Troll. Hier. Scheiße, ich rutsche die ganze Zeit voll ab. Ja, was soll's. Hier hoch. Und
Hier hoch und noch ein. Ich mach mal kurz das hier gerade. Ups. So. Sehr gut. Ja, der. Die klatschen da einen Troll nach dem anderen. Gut, so sei es. Dann kriegt ihr einen Troll nach dem anderen. Ich hau mir mal einen Dingetrank rein. Und außerdem ein neues Food. Oh oh. Oh oh. Trotzdem drin getroffen. Gut. Du stirbst. So. Und nochmal rein. Vielleicht sollte ich auch ein paar Wurzeln werfen. Die können sie nicht zerstören, ne? Hä? Dreist. Okay, jetzt sind hier wieder ganz schön viele. Nochmal so. Wow, 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 wow. Hey, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Und Troll. So, dann sind sie abgelenkt, gehen alle nach unten. Sehr gut, dann gehe ich nach oben und schmeiße da ein paar Wurzeln rein. So. Wow, 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 das Feuer. Das Feuer hat mich fast getroffen. Ja, aber irgendwie geht's nicht voran, ne? Oder? Keine Ahnung. Die besiegen den Troll doch schon recht schnell. So, noch ein. Dann hier vorne mal so einen hin. Da, verdammt, daneben. Egal, der könnte die trotzdem treffen. Tut er auch. Aber das so ist. So, haut mal schön drauf da. Und dann schmeiß ich da noch einen Troll rein, ganz ehrlich. Bam! Also, wenn das mal nicht effektiv ist, Alter, dann weiß ich auch nicht. So, hier noch ein paar. Ganz ehrlich. Sehr gut. Und noch ein Troll. So. Das macht ihr wunderbar. Weiter so. Hier noch ein paar. Schon geil, echt. Mit diesen Beschwörungsstäben. So, da ist der Troll, der räumt noch auf. Und einen neuen. Viel Spaß. Und ich glaube derweil, während die sich um den kümmern. Oh, oh. Grüne Flamme. Da warte ich die grüne Flamme mal ab. Mache hier noch einen Bohren hin. Der weiter auch diese Leute vor mir die Leute vor unserem Turm verprügeln kann. Und dann würde ich eigentlich am liebsten mal ganz gerne da hinten den Spawner zerstören. Scheiße, ich treffe nicht. Warum nicht? Ach, ich habe die Stacheln da vorne getroffen. Verdammt. Jetzt sind die Wurzeln kurz im Weg. Geht mal weg, bitte. Ihr habt gute Arbeit geleistet, aber jetzt brauche ich gerade freie Sicht. So. Verdammt. Nee, bleib mal da oben. So. Ein bisschen nervig, dass ich jetzt überspringen muss, aber was soll's. So, hier muss ich wieder Wurzeln vormachen. Das klappt ja ganz gut so. Nee, die sind weg. Hm. Und der Spawner ist auch weg. Ist der andere Spawner auch schon weg? Energieschild. So. Dann hierauf. Mann, stirb! Und wieder raus. Ey, wie schnell wir unser Energieschild verlieren. Aber ich glaube, der Hexer lebt auch noch.
Ich glaube, der lebt da noch irgendwo. Und vor dem habe ich natürlich entsprechend Angst. Und das sollte ich auch haben. So, und ihr verdammten Scharfschützen, könnt ihr mal sterben endlich? So. Sehr gut. Schon wieder? Ich hau ja schon ab. Könnt ihr mal hier vorne herkommen? Das wäre sehr nett. Ja, kommen Sie. Dankeschön. Dann könnt ihr nämlich meine Ranken um euch kümmern. So, schön drauf da. Ah, da ist sogar der Hexer. Der Hexer kriegt aber keinen Schaden von Wurzeln, glaube ich, ne? War das nicht so? Bitte trifft mich nicht. Sehr gut. Ja, ich habe Angst. Was mache ich mit dem Hexer, verdammt? Da muss ich ihn irgendwie outsmarten, ne? Ich könnte noch einen Troll raufwerfen. Die haben sich eigentlich bewährt bei dem, aber eigentlich sollte ich echt mal jetzt ein wenig die Zinne erobern. Verdammt, ich bin schon wieder runtergefallen. Gut, ich gehe mal hoch. Warte, bis die Ausdauer voll ist. Stehen, da kann ich zerstören. Stimmt. Ich treffe ihn doch, ne? Ja, gut. Es wird dunkel, aber wir haben die Festung bald erobert. Da ist der Hexer. Verdammt, ich treffe ihn nicht mit dem Feuerball so. Ich laufe mal eine Runde. Wow, oh shit, 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 Armbrust. Dingens, Balliste. Da ist noch eine Balliste, Nee, das ist mir hier doch noch ein bisschen zu heikel. Weil diese Ballisten machen so einen Damage. Wow! So. Er macht seinen komischen Zauber. Ich sehe es schon. Ich greife die Balliste an. Mann, es geht nicht kaputt. Das gibt's doch nicht. 7. So, und ausgewichen. Und dann mache ich mal ein paar Wurzeln hin. Energieschild. Wow! Wow, 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 wow. Ich hau mal ab hier. Verdammt, da war ein Stein im Weg. Dann mache ich hier ein paar von denen hin. Und so. Und. Wow! Nein, 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 nein! Nicht das Feuer! Nicht das Feuer! So. Soll ich hier einen Troll beschwören? Ganz ehrlich. Scheiße, schon wieder die Balliste! Ich mach mir die ganze Zeit einen Strich durch die Rechnung. Schnell, 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 Energieschild, Energieschild. Hui! Gut. Wo ist der Hexer? Ich sehe ihn gerade nicht. Das bedeutet, ich kann mir mal kurz Zeit nehmen, das Ding da endlich kaputt zu machen. Ist es? Oh, Gott sei Dank. Dann mache ich dich mal platt. So. Und jetzt der Hexer. Der ist bestimmt dahinter irgendwo. Halt! Da ist noch eine Balliste. Bevor du mich auch wieder antargetest, stirb. Stirb vor allem. Kaputt? Ja, ne? Gut. So, Hexer, wo bist du? Ah, wir können uns einen Rambock sparen. Ist der Hexer tot? Scheint so, ne? Oh, Blutsteine! 2, 3. Ja, geilo! Dann haben wir hier Schädel. Warte mal. Warte mal, ich bin hier schon am Looten. Ich glaube, ich hole mal kurz das Portal von außen rein. Hier war unser Belagerungsturm. Da ist unser Portal. Ich schmeiße den ganzen Stuff hier runter. Es ist nämlich sowieso auch gerade Nacht geworden. Das nervt gerade ein bisschen. Deswegen hole ich das mal fix. So. Hammer. 5. Portal weg. Und das Ding weg. Und dann nichts wie rüber da. Hui. So. Hochgejumpt.
Ausdauer. Und hochgejumpt. So. Jetzt sind wir schon mal in Sicherheit. Ich mach mal das Portal hier hin. Völlig egal, weil ich will kurz weggehen. Den Loot schon mal wegbringen, den wir hier gefunden haben. Und dann pennen gehen. Huch. So, jetzt. Hier liegt noch Loot. Sammle ich alles auf. Alles, was sich stacken lässt, ne? Aber ich glaube, das meiste ist sowieso draußen. Keine Ahnung. Gut. Und dann kann ich auch hier noch rausnehmen. So viel wie geht. Perfekt. So. Rübergerannt. Und runtergeworfen. Oh ja. Das ist eine Menge geiler Loot, vor allem hier. Na? Blutsteine. Genau die wollte ich doch haben. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 5. Ne? Für Dundere brauchen wir einen. Dann, um ihn einmal abzugraden, noch einen. Und nochmal abzugraden, 2. Heißt also insgesamt 4 für Dundere. Und stimmt, nee, für den brauchen wir 2 und nicht einen. Oder? Also brauchen wir 6 insgesamt, glaube ich. Wie auch immer, gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann laufen wir direkt mal hin und gucken, was es für feinen Loot gibt. Wir haben ja schon ein paar Blutsteine gekriegt. Das wollte ich ja vor allem in erster Linie haben. Hervorragend. Aber wir waren da noch nicht drin. Mal gucken, was es da gibt. So, hier sind wir. Und Gott sei Dank brauchen wir auch keinen Rambock, weil da war ja schon ein Loch. Hier war noch Gold drin. Ja, sehr gut. Das können wir gut gebrauchen. Und dann sneak ich mal hier rein. Oh! Gott sei Dank. Ist das nicht despawned? Aber wir haben ja auch eine Workbench in die Nähe gebaut. Aber hier sind auch keine Dingens, ne? Wie Maria meinte. Manchmal gibt es einfach keine, glaube ich. Keine, wie heißt es denn? Für die Smaragdflamme. Hier schon wieder eine direkt nebenan. Ach, das wussten wir schon vorher, ne? Ja, ich glaube ja. Gut. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein Jade-Dingens. Nochmal 15 gefunden. Das heißt, wir haben genug Flammenkern, um auch die Rüstung zu beenden. Ich gehe mal kurz hindurch. So, und dann gehe ich mal kurz nach unten. Und hole... Ich habe jetzt das Erz damit zugeworfen. Kann ich das hier noch irgendwo rausfriemeln, ohne den anderen Stuff aufzusammeln? Bitte ja. Ich glaube aber nicht, ne? Wo liegt es denn? Das ist die Asquenhaut, das Stein, Grausten. Ist er das da? Ah, sehr gut. Ja, ist er. Dann schmeiße ich den Rest da wieder drauf. So. Ah, hier sind doch die Glockenfragmente. Ich habe nichts gesagt. Gut. Da gäbe es doch welche. Wenn das so ist, dann kann ich die schon mal einsortieren. Sehr gut. Und ja, den Rest schmeiße ich erst noch mal dazu, weil ich wollte auf jeden Fall das Flammenkern rausnehmen. Und die... Wo sind sie denn? Da! Die Blutsteine. So, weil das hat natürlich Top-Prio. Denn das, was wir jetzt machen, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Ich schmeiß mal den Rest da wieder rein. So, auch das Gold, das können wir alles später machen. Und ich gehe mal kurz nach unten und schmeiße definitiv schon mal eine Fuhre vom Flammenkern an. So. Rein damit. Dann kann das nämlich weiterlaufen. Und dann sind wir hier nämlich auch mit dem Flammenkern-Zeugs durch. Die Kohle hier rein. Das Erz hier rein. Dann können wir sogar noch eine Fuhre anmachen. Aber erst einmal gehen wir jetzt nach oben und machen unseren Trollstab. Oh yeah, da habe ich so Bock drauf. Da brauchen wir, glaube ich, noch einen. Da brauchen wir noch 2 Trophäen, 6 Flammenkern und 10 verkohlte Knochen. Easy. Hole ich mal 6 Flammenkern von unten. Ach ja! Die Macht der Gewohnheit. Wir haben die Barren doch jetzt hier. Sehr gut. So. 6. Dann 2 Trollköpfe, die brauchen wir hier. Also die brauchen wir nicht hier, die kriegen wir hierher, meine ich. So, 2 Stück. Hör damit. Und noch 10 Knochen waren das, ne? Also nichts wie rüber. Knochen. Dann hier 10 Stück rausgenommen. So. Und dann haben wir noch stärkeren Troll. Aufwerten. Trollstab. Ah! Zack. Und da ist es jetzt schon, ist zwar nicht auf Max, aber höher geht momentan noch nicht, weil die Ausbaustufe vom Galdertable geht nicht höher als 4 momentan. Das bedeutet, der ist Max. Dann können wir den hier reinpacken. Theoretisch könnte ich jetzt schon den Dundrestab herstellen, mache ich aber, wenn wir ihn upgraden können.
Ja, sonst laufe ich mit einem schwachen Stab rum. Habe ich nicht wirklich Bock drauf. Und das hier kann ich alles reparieren. So. Genauso wie hier. Sehr gut. Und hier. Perfekt. Dann kann ich die Hacke hier wieder reintun. Die brauchen wir, wenn wir wieder belagern. Nehmen wir den Stab mal hier hin. Eigentlich hätte ich echt gerne alle Stäbe oben immer. Aber eigentlich brauche ich auch die Tränke alle oben. Und den Hammer auch. Die sind alle unverzichtbar. Ich bin schon am Überlegen, ob wir einen von denen weglegen. Weil bei Fläche... Ja, den brauche ich eigentlich zum Beispiel als Bogen sozusagen. Den hier für Nahkampf, der ist ja übel strong. Und die eigentlich auch, eigentlich so. Ne? Ziehen wir erstmal so los. Und wenn ich den Hammer brauche, dann können wir ihn ja immer noch irgendwie, ne, umswitchen oder so. Ich nehme mein Energieschild und wir gehen wieder rein.